Die Zusammenarbeit vertiefen und bestehende Synergien ausbauen. Unter diesem Motto beginnen die Verhandlungen zwischen dem Konsortium aus Stadtwerke Kapfenberg und Energie Steiermark mit der Stadt Brugg. Konkret geht es um eine Minderheitsbeteiligung an den Stadtwerken im Ausmaß von maximal 49%. Ziel ist es, einen starken regionalen Nahversorger zu schaffen. Wir haben ähnliche Betriebe mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, mit ähnlichen Entwicklungen. Und jetzt wollen wir gemeinsam Stadtwerke Kapfenberg, Stadtwerke Brugg, gemeinsam mit Energie Steiermark ein neues Unternehmen formen und ordentlich Gas geben und ordentlich expandieren. Man steht am Beginn der Gespräche. Erste konkrete Ergebnisse soll es im Sommer geben. Eines steht jedoch jetzt schon fest. Für die Stadtwerke Brugg gilt eine Standort- und Arbeitsplatzgarantie. Auch für Bürgermeister Kratzer liegen die Vorteile auf der Hand. Er spricht von einer Jahrhundertchance. Wir grenzen mit den Netzen direkt aneinander, Stromnetze, Gas, Wassernetz. Also wir grenzen direkt aneinander, umgeben von der Energie Steiermark. Und wenn wir drei das tatsächlich ernsthaft wollen und betreiben, dann gibt es Synergien Ende nie. Und zusätzlich muss man anmerken, dass diese Synergien nicht in Einsparungen beim Personal enden sollen, sondern dass wir dieses Geld, was man sich dabei erspart und diese Synergien besser nutzen kann, größer zu werden, am Markt noch präsenter zu werden. Das ist eigentlich unser Anspruch. Synergien gibt es für die beiden Städte aber nicht nur bei den Stadtwerken. Für Koch und Kratzer steht fest, Kooperation ist die Zukunft. Fritz Kratz hat so schön gesagt, wir wollen ja nicht heiraten, aber es hindert ja niemand, Dinge gemeinsam zu machen, die wir noch nicht gemeinsam gemacht haben. Und da haben wir eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Denn ganz ehrlich gesagt, die Welt hört ja nicht auf bei der Ortstafel zwischen Brugg und Kapfenberg in Demlach, sondern die Welt ist ein bisschen mehr. Und da kooperieren gibt es ganz viele Felder. Ich denke da allein schon mal an die Abstimmung von Kulturprogrammen, von Sportprogrammen. Auch die Sportvereine könnten miteinander etliche Dinge tun. Und da kann man natürlich in vielen Dingen nachdenken, was könnten wir gemeinsam tun. Und das verbietet uns ja niemand, dass wir es gemeinsam tun.